Herzlich willkommen bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt wieder eine Runde mit Lara. Hier ist es super windig. Und dann schauen wir mal, was wir hier für ein Rätsel haben. Okay. Wie geht's hier weiter? Erstmal gucken wir hier, was wir hier finden. Okay, das muss... Ah, darauf. Dann kann ich da hinten hochspringen, denke ich. Tja. Aber erst einmal umgucken. Gibt's hier was? Was wir gebrauchen können. Ah, okay. Wir machen hier erstmal die Klappe zu. Dann beeilen wir uns. Jetzt schnell hier rauf. Ne, das ist es auch nicht. Tja. Und wenn ich das erst in den Wind kachel, dann... Ja, aber das war doch schon in Ordnung so. Oder bin ich zu langsam? Ah ja, so wird's gehen. Okay, die Idee war gut, die Ausführung war halt miserabel. Bisschen schneller, Lara. Wenn jetzt der Winter reingreift, hoffe ich. Ja. Reicht das Timing wieder nicht. Also. Nee, das war ja falsch. Hier schnell hoch damit. Da muss ich mit dem jetzt aber. Das gibt's ja nicht. Ja, wie oft soll ich das denn hier versuchen? Kann sich nur um Stunden handeln. Was mache ich? Wie soll das hier funktionieren? So, hoch damit. Das kann ich nicht nacharbeiten. Das hat doch vorhin geklappt. Also, Klappe zu. Dann das Ding hier hochdrehen. Muss ich jetzt erst warten, bis der Wind da reingreift, oder was? Ist das nervig?
Oder muss ich warten, bis die erste Klappe auf ist? So. So wird's was. Ah, man muss also warten, bis die erste Klappe auf ist. Ja, dann ist es einfach. Okay. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Tja, das scheint ja gut gelaufen. Ah. Okay. Jetzt haben wir hier eine Karte. Und das war jetzt alles. Ja gut, also der Tipp, das Timing muss stimmen, stimmt. Können wir mal eben den Fähigkeitspunkt hier, was haben wir denn da noch? Pfeile wieder verwenden. Ja, das klingt gut. Dass uns die Munition nicht ausgeht, oder? Ach, egal. Wir spielen mal noch eine Runde weiter. Dass wir hier aus dem kalten, windigen, weiß ich nicht, was Grab rauskommen hier. Mann, Mann, Mann. War das ungemütlich, oder? Aha, Halten und Belohnung. Okay. Haben wir da irgendwas vergessen? Grab, ich denke, da kommen wir ja gerade raus. Ach so, hier liegen die ganzen Dingens hier. Oh mein Gott, da haben wir schon jede Menge verpasst, oder? Ja, nu. Und das ist ja das, was ich sage bei dem Spiel. Hat man immer die Sorge, man hat irgendwas nicht gesehen. Da hinten sollen wir hin. Aber... geht das? Ne, das ist zu weit weg. Die Frage ist, nimmt man das? Oh. Oder nimmt man erstmal das hier? Denn jetzt können wir ja die Fackel so benutzen. Ne, das ist Quatsch hier. Wie mache ich die Fackel aus? So. Oder ist hier irgendwas auf diesem kleinen Stück da? Nö. Okay, das war keine Absicht. Aber hier unten lag da was, ich habe das ja gesehen.
Erstmal ist hier Munition. Ja, komm. Oh, den hätten wir ja beinahe übersehen hier. Wie komme ich darüber? So vielleicht. Oh, hier liegt irgendwas. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay. Da möchte ich hin. Kann ich ihn nicht sammeln? Doch. Ah, neue Herausforderung. Meine Güte, hier können wir ja klettern bis zum geht nicht mehr. Also ich könnte jetzt hier rüber und da nicht, aber da schon. Oh, da liegen noch mehr. Okay, da muss ich da rüber. Oh, meine Güte. Wie geht das denn? Wie komme ich denn jetzt? Das schaffe ich doch nicht. Oder? Oh, hier liegt was. Also, wir versuchen den Riesensprung einfach mal. Und es hat geklappt. Ob wir hier rüber balancieren können, jawohl. Jetzt sahen wir hier aber ab. Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Tja. Und wieder was gefunden, ne? Ah, da geht's auch hoch. Und da komme ich doch. Da hinten soll ich hin. Okay. Also ihr seht, obwohl das Spiel eigentlich nicht ganz so groß ist, kann man sich hier stundenlang umschauen. Dann geht's jetzt darüber. Und wieder was gefunden. Heute bin ich Hoshi. Und eine Trophäe erhalten. Und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt.
Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Tja. Gut, und jetzt? Da waren wir schon. Wie komme ich denn? Da muss ich hin. Ah, von da nach da geht's. Oh Mann. Das war knapp. Ich muss darüber. Ja, das kriegen wir schon hin. Also jetzt ist es hier auch ein bisschen windig. Ah, sehr gut. Da wissen wir jetzt gleich, was passiert, ne? Das war ja zu erwarten, oder? Anzünden? Nein. Ich kann. Ah, okay. Aber sonst scheint hier nichts mehr rumzuliegen. Okay. Ich hatte gehofft, hier ein Lager auf... Aha. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ach so, kann ich hier Hasen eigentlich auch? Geht das hier mit? Also mit diesem... Okay. Also irgendwo ein Karnickel hier. Also die Frage, die ich mir stellte, war, geht das auch mit dem Fall? Weil davon verliere ich ja keine. Dann schlagen wir doch erstmal ein Lager auf. Das geht jetzt nicht. Was geht jetzt nicht? Der Bogen ist fertig. Ja, verbessern wir das doch mal. Und dann machen wir Schluss für heute. Das war eine weitere Folge mit Lara. Vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.